Das hat Stachel. Davon lässt sich zum einen das Blatt essen. Also langsam wird es immer heißer und heißer. Draußen mit keinem Schutz. Hier scheint der Ausgang zu kommen. Unterwegs. Deshalb möchte ich die Gelegenheit für ein kleines Abenteuer nutzen. Ich bin dazu in die Chihuahua-Wüste nach New Mexico gereist. Hier möchte ich mich ein bisschen umschauen und ein paar Abenteuer erleben und die Gegend erkunden. Ich war schon mal in Arizona und in Utah in der Wüste unterwegs und deshalb habe ich mich hier auf die Chihuahua-Wüste besonders gefreut. Gerade die Abwechslung ist es, die hier geboten ist, einfach mit Wüste. Man sieht es ja, nur Sträucher, Steine und so weiter, Schotter, Kies. Und dann aber halt auch Flood Canyon, Schluchten, aber auch richtige Sanddünen und so weiter. Also sehr geil und ich bin gespannt, was vor mir liegt. Es ist relativ mild, also wir sind jetzt hier im November unterwegs und es ist für Wüstenverhältnisse ziemlich kühl. Also wir haben tagsüber so um die 20, 25 Grad. Es gab nochmal einen Temperatursturz und wir sind jetzt bei 15 bis 20 circa. Aber man kann sie echt gut aushalten. Aber trotzdem habe ich auf jeden Fall lange Hosen an, ein langes Hemd, hochgekrempelt halt, Halstuch, Mütze, Sonnenbrille, das alles ist wichtig, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Und auf jeden Fall genügend Wasser. Die Wüste ist ein sehr lebensfeindlicher Ort. Also hier geht es ständig ums Überleben eigentlich. Und davon gibt es auch zahlreiche Beweise, wie das hier. Also das ist die Wirbelsäule von irgendeinem Tier. Schon ziemlich massiv. Okay, weiter. Und hier gibt es sogar Gottesanbeterinnen. Ziemlich cool. Faszinierende Tiere. Ist das eine geile Felsformation, schau ich das Ding an. So cool, da will ich auf jeden Fall hin. Von nahem sieht er schon viel kleiner aus, aber immer noch sehr beeindruckend. Ich will auf jeden Fall mal die kleinen Kamine und Lücken anschauen. Überall sind noch so kleine Löcher und Höhlen. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal erkunden, aber es wird frisch. Also sobald die Sonne hinter den Wolken ist und der Wind zunimmt, wird es schon richtig frisch im Moment. Oh, deswegen schnell in die Jacke rein und dann geht's weiter. Okay, besser. Alles hat Stacheln. Alles versucht einen festzuhalten, das ist wie im Dschungel, nur halt trockener einfach. Auf blankem Felsen lässt sich richtig gut laufen oder klettern, aber mit dem ganzen losen Zeugs ist echt gefährlich und schwierig. Das hier wäre der perfekte Lagerplatz, wenn ich heute Nacht lagern müsste. Ich bin hier rundum geschützt. Das ist richtig cool. Hier ein kleines Feuerchen. Ah, das wäre geil. Das wäre geil. Aber ich will noch ein bisschen weiter. Da ist eine Höhle, da gehen wir mal rein, wenn das schon so mit Leiter hängt, das ist ja schon
Ja, eine Einladung. So vertrauenserweckend ist das Seil, ne? Okay, Sackgasse, aber hier stinkt und alles ist voll mit Vogelkacke. Okay. Und wieder zurück. Die Landschaft hat sich hier schon gewaltig verändert. Und das hier sieht für mich so aus wie ein ausgetrocknetes Flussbett. Und in die Richtung schaut es so aus, als würde sich ein Canyon öffnen. Da will ich auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr geil, auf jeden Fall keine Canyon. Da drüben wird es ein bisschen schmäler und man merkt auch, wie der Wind hier durchzieht, also es ist richtig kalt. Das ist kein richtiges Gestein, das ist mehr Erde. Übelst fest komprimiert dann halt und mit viel Kieselstein und so weiter versetzt. Was? Beeindruckend hier, aber auch sehr gefährlich. Und wenn es in einiger Entfernung regnet, kann sein, dass das Wasser durch diesen Slot Canyon hier durchgespült wird. Und ja, ich meine, ich bin halt hier drin, also das heißt, mich wird es dann mit wegspülen. Man kriegt das hier oft gar nicht mit, wenn es in vielen Kilometer Entfernung regnet. Aber hier sieht man es auf jeden Fall, dass da viel Wasser durchkommt. Und das Wasser, das dann hier aus der Ecke kommt, hüllt es dann hier so aus. Von hier wird es dann in die Richtung gespült. Und deswegen macht das immer so eine Zickzack-Form. Es wird flacher. Und hier scheint der Ausgang zu kommen. Ja, geil. Das war richtig cool. Ich möchte mir ein bisschen einen Ausblick über die Gegend verschaffen und deshalb möchte ich da hoch. Checkpoint 1 geschafft.
Aber nicht so lange ausholen, jetzt geht's hier hoch. Kurze Verschnaufpause hier im Schatten. Das ist ganz schön anstrengend in der Sonne. Und steil. Aber die Aussicht ist genial. Okay, und jetzt schaut es so aus, als würde es hier ein paar Meter hoch gehen. Also ein bisschen steil und es gibt keinen Weg drumherum. Aber das hier müsste eigentlich kletterbar ausschauen. Oder müsste eigentlich kletterbar sein. Man hat ja ziemlich gut Halt und alles ziemlich griffig. Da muss man schauen, dass nirgendwo eine Klapperschlange sitzt. Ja. Und sogar Essbares gibt es hier draußen. Und zwar sind es diese Kakteen hier. Das sind Opuntien oder Feigenkakteen. Und davon lässt sich zum einen das Blatt essen, also das, der grüne Teil hier. Und früher im Jahr bzw. im Sommer kriegen die dann auch noch solche roten oder auch gelben Fruchtkörper. Die sind auch sehr lecker und kann man einfach auslöffeln. Wir haben hier nur diese Blätter hier, deswegen muss ich mit dem hier vorlieb nehmen, was ich finde. Und diese Stacheln hier, die muss ich jetzt wegmachen. Sieht man das in der Kamera? Die ganz kleinen hier, weil die hängen sich so eklig in die Haut rein und man kriegt die kaum raus. Und die großen sind natürlich auch nicht besonders gut. Und dazu lege ich den Kaktus auf den Boden und schleife das einfach ab. Aber jetzt lässt es sich ganz gut anfassen. Ah, und hier hat es mich doch erwischt. Au, 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 au. Und jetzt muss ich ihn nur noch schälen. In Mexiko werden diese Blätter wie Zucchini verwendet. Also das heißt, die nehmen die Blätter, schälen sie und braten sie einfach in der Pfanne an. Gibt es dann halt als Gemüsebeilage zum Hauptgericht. Ist aber lecker, spendet ein bisschen Feuchtigkeit. Und wenn man bedenkt, dass die ganze Landschaft hier voll ist damit, ist auf jeden Fall einiges an Nahrung da. Jetzt ist nur die Frage, wie ich mein Messer wieder sauber kriege, weil das klebt alles ganz eklig. Und hier geht es jetzt über von den Sträuchern in eine Sanddünenregion. Das ist krass, wie sich die Landschaft hier ändert. Das Ganze nennt sich White Sands und es geht über von dieser normalen Wüstenlandschaft in Sanddünen, die sich dann über eine Fläche von 700 Quadratkilometer erstrecken. Und das Ganze hier, das ist ja Kalksand eigentlich. Deswegen hat er auch so eine weiße Farbe. Und hier sieht man auch, durch Pflanzen wird er zusammengehalten stellenweise und an anderen Stellen verwittert das Ganze, zerfällt und bildet dann halt hier eben diese Dünen. Super geil. Aber schwer zu laufen. Also ewig weit ist nur Sand und trotzdem können hier Pflanzen wachsen, so wie das hier. Schau das mal an, das ist Rosmarin. Boah, Ofenkartoffeln wären jetzt da richtig cool dazu. Geil. Ja, und wenn man sich fragt, wie denn in der Wüste überhaupt so viel Pflanzen wachsen können,
dann einfach mal, klappen wir hier einfach mal den Boden und schau mal her. Das hier ist direkt nass. Also nur die Oberseite ist trocken und drunter kommt es direkt nass raus. Also man sieht es jetzt natürlich in der Kamera nicht ganz so gut. Aber das hat damit einfach zu tun, dass hier unterirdisch ziemlich nah an der Oberfläche Wasser gelagert wird. Also es ist hier ein sehr guter Wasserspeicher. Schaut mal das an. Das kenne ich doch. Das ist Pappel. So vom Blattrand her sieht man das rundgesägte Blattrand. Hier überall diese Knospen und so weiter. Hier auch so knubbelige Zweige. Das ist eindeutig Pappel. Und Pappel wächst normalerweise nur da, wo es viel Feuchtigkeit gibt, viel Wasser. Aber das hat es hier ja. Also hier ist alles, na, vorhin schon mal gebuddelt, hier nochmal, hier ist alles nass. Also eigentlich kein Problem für eine Pappel hier zu wachsen. Hat genügend Feuchtigkeit. Ja, eindeutig Pappel. Und schaut mal, das ist cool. Hier hat man auf jeden Fall auch richtig guten Zunder. Also für den Fall, dass ich jetzt die Nacht hier draußen verbringen müsste, gibt es hier auf jeden Fall Feuerholz. Können sogar Feuer bohren mit Pappel. Ist ein sehr gutes Holz zum Feuerbohren. Und hier diese Fasern von der Pappelrinde ergeben sehr guten Zunder. Also auch ein Feuer wäre hier kein Problem hier draußen. Hier an den Dünen lässt sich ganz gut die Himmelsrichtung ablesen. Die steilere Seite ist die Luv-Seite, also die windabgewandte Seite. Die flachere Seite ist die Lee-Seite, also die Seite, von der der Wind kommt. Der Wind wird einfach über die flache Seite drüber hinausgeblasen und stürzt dann auf der anderen Seite in die Tiefe. Hier sieht man es auch ganz gut, dass dort der Sand auch ein bisschen lockerer ist. Und ich kämpfe mich jetzt hier hoch, auf der hoffentlich stabileren Lee-Seite. Mit jedem zweiten Schritt, den man hoch macht, geht es wieder einen zurück. Wow, schaut mal die Aussicht an. So weit das Auge reicht, nur Sand, Sand, Sand. Hier endet die Dünenlandschaft und es geht über in eine große, weite, ebene Fläche, den Alkali Lake. Früher stand hier mal alles unter Wasser und auch heute kommt nach dem Winter noch sehr viel Wasser von der Gebirgskette da hinten runter, weshalb der Grundwasserspiegel hier sehr hoch liegt. Und davon bekommen die ganzen Pflanzen, die hier in den Sanddünen oder zwischen den Sanddünen wachsen, ihr Wasser. Ich mache hier einen Dreh und laufe in eine andere Richtung weiter. Also langsam wird es immer heißer und heißer. Es gibt keine Brise heute. Oh, und es wird mal Zeit für was zu trinken auf jeden Fall. Also wenn man hier rausgeht in so eine Region, auf jeden Fall immer lange Kleidung tragen. Eine Mütze ist wichtig, eine Sonnenbrille auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall noch 3-4 Liter Wasser mit dabei haben für so eine Tagestour. Also muss auf jeden Fall was dabei sein zum Orientieren, also für die Navigation, Handy, Karte, Kompass, was auch immer. Und für Notruf dann halt auch nochmal, also in dem Fall wieder ein Handy plus Ersatzakku, das heißt dann halt in dem Fall eine Powerbank.
dahin sieht man Leute und da sind auch Fahrzeuge und eine Straße zu erkennen, beziehungsweise ein Parkplatz oder so. Das ist mein Weg hier raus. Das war eine lange Reise, ein langer Weg, hier durch die Wüste, verschiedene Regionen kennengelernt. Ich fand's cool, war eine super geile Zeit, viele Abenteuer erlebt und ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, ciao!